Servus Leute und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Miralas Road to Everton. Ja, in der ersten Folge haben wir ja 3:0 gewonnen. Miralas hat ein Tor geschossen und somit gibt es jetzt auch heute zwei Upgrades. Das eine ist Elana, der silberne Torhüter, hat eigentlich ganz nette Werte. Der kommt rein für Yeldel und das zweite Upgrade ist Della Plas. Ja, und wir spielen jetzt hier gegen Buenos Aires FC. Viele Deutsche hat er und auch noch zwei andere. Aber an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal beim Niki von den Energy Gamer bedanken. Für deine Spende, ja, danke. Für die Unterstützung und ja, nun gehen wir auch ins Spiel. Ja, er erstmal mit dem Anschluss, wir mit der ersten Chance durch Probe, geht hier schön mit dem Übersteiger in die Mitte und dann der Finish-Shot ganz knapp am Torpfosten vorbei. Und der Gegner dann jetzt hat mit dem Abstoß durch Kraft. Und der kommt dann irgendwie durch Umwege auf zu Downing. Der mit dem Fehlpass auf Strauß. Der wieder mit einem Fehlpass zu uns. Und wir schon wieder zum Gegner. Und nun kommt der Ball auf Helmes. Und was macht Helmes? Helmes sieht außen Philipp. Und Philipp, der zieht jetzt mit dem Fake-Shot in die Mitte. Was macht Philipp? Mit dem Hacke zu Hacke und dann wird er umgelegt. Dann wird er umgelegt von Downing und es gibt den Elfmeter. Der Schiri zeigt auf den Punkt. Das gibt's doch gar nicht. In der 11. Minute, Paul Downing kriegt die gelbe Karte und es gibt den Elfmeter für ihn. Hier sieht man's nochmal, wie Downing Philipp umsäbelt und ja, dann gibt's jetzt hier den Elfmeter. Und ja, Elana steht im Tor, der neue Keeper. Hoffen wir, dass er sich jetzt mal zeigen kann. Vielleicht kann er diesen Elfmeter gleich halten. Das wäre ein super Einstand für ihn, aber Djordjevic macht das Ding sicher rein ins linke Eck. Keine Chance für Elana. Und wir haben dann, ja, dann nach 13 Minuten steht es schon 1:0. Wir haben den Anschluss, spielen zurück auf Downing. Downing, der war noch geblendet vom 1:0 von seinem Fehler. Und jetzt macht er einen erneuten Fehler. Und Helme schnappt sich den Ball ihm vom Fuße weg und rennt dann um Elana herum. Schön um Elana herum gerannt. Und dann schießt er den Ball ein. Zum 2:0 nach 15 Minuten. Das ist richtig bitter, der Start. Aber wir kommen nochmal und kriegen die Ecke jetzt noch vor der Halbzeit in der 41. Minute. Was machen wir? Miralas führt die Ecke aus. Spielt zu Bloomfield. Jetzt leckt es ein bisschen, aber nach dem Leck hat Bloomfield auf einmal den Ball, dreht sich schön um den Spieler und haut das Ding rein ins Tor. Und da steht es dann. 2:1, der Anschlusstreffer, Matt Bloomfield, hier mit dem schönen Tor, hier dreht er sich und dann haut er das Ding rein, Matt Bloomfield, 44. Aber der Gegner hat Anstoß und Anstoß von Djordjevic. Djordjevic spielt auf Helmes. Was macht Helmes? Der geht mit dem Roulette am ersten vorbei, dann der Hacke zu Hacke am zweiten. Was macht Helmes nun? Jetzt steht er allein vorm Tor, spielt durchs kurze Eck. Elana hat erneut keine Chance. Gut gemacht, da muss man dem Gegner lassen. Das hat er gut gemacht mit Helmes, aber die erste Halbzeit war immer noch nicht vorbei. Hier, Helmes zieht in die Mitte. Ein Roulette und da wird er schon wieder gelegt von einem unserer Verteidiger. Und es gibt erneut den Elfmeter in der 45. Minute. Das ist bitter. Das ist bitter. In dem Roulette kommt die Grätsche von hinten. Und ja, dann gibt's hier den zweiten Elfmeter in der ersten Halbzeit für unseren Gegner. Was wird er machen? Kann Elana vielleicht diesmal halten? Djordjevic steht wieder am Punkt. Was macht Elana? Er holt sich Helmes. Er will den Elfmeter wohl mit Helmes jetzt schießen. Oh, kann Elana dieses Ding halten? Dann hätten wir noch eine Chance in der zweiten Hälfte. Aber nein, Helmes trifft und damit wird es sehr schwer, dieses Spiel noch zu drehen. Aber wir versuchen natürlich alles. Jetzt geht's in die zweite Hälfte. Hier Elana mit einer schönen Parade. Aber wir können den Ball noch nicht klären. Allerdings hat der Gegner auch keinen gefährlichen Schuss mehr rausgebracht. Hier erneut ein Fehlpass von uns. Und jetzt Strauß bringt diesen Lobpass auf Helmes. Der nimmt den Volley. Und oh mein Gott, der streifte die Latte, der strifft die Latte, so heißt's. Und das war knapp. Aber jetzt hat O'Connor bringt den schönen Lobpass auf Gevorgian. Und Gevorgian, was macht er jetzt? Ist im Strafraum, zieht in die Mitte.
geht vorbei an den Leuten und mit dem linken Fuß an dem Pfosten. Das gibt es doch nicht. Meine Fresse. Wir treffen das Tor nicht. Wir haben aber auch Pech. Pech, aber auch Glück durch den Schuss von Helmes. Helmes jetzt hat, steht wieder am Freistoßpunkt und der haut dein Ding raus. Geht an den Pfosten. Und wir können das Ding klären. Und das war auch die letzte Spielsituation in diesem Spiel. Ja, es gibt leider keine Upgrades, da wir dieses Ding verloren haben. Aber ich bedanke mich bei euch zum Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.